An einer Kreuzung in der Wildnis trafst du auf die Jägerin Sagani. Sie war in der Hoffnung auf Nasitak aus Nasitak gekommen, die Reinkarnation eines Ältesten ihres Dorfes zu finden. Beeindruckt von deiner Fähigkeit, Seelen zu sehen und aufzuspüren, akzeptierte sie dein Angebot, gemeinsam zu reisen. Okay. Kurzer Einblick in die Biografie, gucken wir uns den Geist an. Als du dich den Toten näher, spürst du schwache Rückstände seiner Seele, die von einer überraschten Unsicherheit an Ort und Stelle gehalten werden. Plötzlich stürzt sich die Seele ohne Vorwarnung auf dich zu, als wärst du ein strahlendes Leuchten in der klammen Dunkelheit. Ihre Essenz trägt dir dein Bewusstsein ein. Du bist nun in einem anderen Körper. Du schreitest tiefer in die Katakomben, in eine dunkle Robe gekleidet und mit einer Maske über dem Gesicht. Du folgst einem vertrauten Pfad entlang des Kanals zu einem Raum, der um die Statue einer Gestalt herum gebaut ist, die eine ähnliche Robe trägt wie du. Andere warten bereits in Kapuzen und Schattengewand. Vor dir steht eine andere Gestalt, die wie du gekleidet ist und in dieselbe Richtung heißt. Du kennst ihren Namen nicht und so soll es sein. Aus der Dunkelheit erreicht plötzlich etwas Monströses die andere Gestalt. Du wendest dich zur Flucht, stehst jetzt auch angesichts zu Angesicht mit dem Troll. Die pochende Panik in deinem Kopf wird von rasimischer scharfen Zähnen und Krallen unterbrochen. Du wächst dich aus den Erinnerungen des toten Mannes. Die Leiche liegt auf dem feuchten, dreckigen Boden, seine Kapuze und Maske fehlen und seine Kleider sind zerfetzt. Sagai schließt zu dir auf. Bist du in Ordnung? Es wirkt fast so, als hättest du eine Minute lang den Halt verloren. Fühlt sich so an, wenn ich in den Äther blicke. Sie beobachtet dich still. Du bist wirklich ein Wächter, oder? Einmal in sehr vielen Generationen wird in meinem Volk jemand mit der Gabe geboren, mit den Seelen zu sprechen. Normalerweise werden solche Individuen zu den Ältesten oder zu einsamen Spuren im Schnee. Sie klappt den Kopf zur Seite. Ich glaubte, bei der Reise würde mir leichter fallen, könnte ich das sehen, was du siehst. Wenn ich dich aber so anschaue, bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich auch nicht. Glaube es oder nicht, aber früher hätte ich frohlockt, hätte ich gewusst, dass man mich für eine Reise auserwählen würde, um im fernen Land nach etwas Großartigem zu suchen. Aber selbst diese Gaben haben ihren Preis, nicht wahr? Vergib mir, wenn ich deinen Fähigkeiten gegenüber zuvor etwas skeptisch war. Eigentlich habe ich noch nie einen richtigen Wächter gefunden. Oh. Um ihn macht dir mal keine Sorgen. Von Zeit zu Zeit macht er das gerne. Ich lasse ihn, weil es seine Laune zu bessern scheint. Nachdem du es ein paar Mal gesehen hast, lässt der Schock nach. Ja, Alof. Jedes Mal, wenn er einen leicht komischen Gesichtsausdruck kriegt, versuche ich, ob ich irgendetwas hören kann. Kana grinst. Bislang hat es nicht funktioniert. Versuch mal, ob er dir erzählt, was die Geister gesagt haben. Jo. Irgendwie hält sich da gerade nur Durins etwas zurück. Hallo, Troll. Ja, Troll und ein schwarzer Schleim. Eigentlich würde ich das gerne einstellen, dass der Tooltip da oben über meinem Mauszeiger ist. Kann ich das zufällig? Muss ich jetzt gerade mal gucken. Spielgruppenbewegung, Entwicklerkommentar, Show News. Grafik. Große Köpfe. Führungen. Gruppenausdauer als Zahl, Auswahlkreise, V-Sync. Scheinbar nicht. So, das war der Troll. Was ist hier drin? Oh. Big Schleimski. Das werden wir erstmal den Schleim los, der du uns angreift. So, und jetzt die Großen. Heilige. Das war mal ziemlich großer Schleim.
Wieder eine Grabtafel. Ob das so gut ist, in den Katakomben Gold zu plündern. I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. Nein, das ist wirklich nicht sehr leise. Gucken wir mal kurz, wie. Na, die Katakomben halten sich in Grenzen, wenn es nur die eine Etage sein sollte, hoffe ich mal. Okay. Hier scheint bis jetzt nichts versteckt zu sein. Oh. Ihr könnt ruhig mithelfen und angreifen. Ich habe eine ganze Fernkampfkompanie da hinten, aber nur einen richtigen Nahkämpfer und zwei Tiere. So. Hier ging es wieder hoch. Oh, in noch einen Raum. Ja, ich gucke mich erstmal auf der Flussseite hier um. Nice and quiet. Oh, das sind Grabkammern, würde ich mal sagen. Ne? Ja, und hier geht es einfach wieder runter auf der anderen Seite. Okay. Schauen wir mal in die Grabkammern. Wow. Found something. Falle entdeckt. Nein, Falle auslösen möchte ich nicht. Ich muss dringend Hagrims Mechanikfähigkeiten steigern. Die Triche sind aber gut. Oder einfach mal rasten und dabei die Mechanikfähigkeit steigern kurzzeitig. Aber das mache ich jetzt nicht. Oh, das sieht mal nach einem schönen Altar aus. Ist der auch gesichert? Jo, ist er. Also ja, ich komme auf jeden Fall hier nochmal runter. Vielleicht mit einem Rastbonus. So, und hier ist nichts drin. Und ja, ich schleiche so wegen den Secrets und den Fallen. Hier ist ein Knochenhaufen, da habt ihr schwarze Oos. Also ich nenne das immer Oos, das kenne ich nämlich noch von anderen Spielen. Da gallert halt der schwarze Schlick, schwarzer Schleim, wie auch immer. Hat hier ganze Arbeit geleistet, damit Leichen zu verwerten. So. Oh. Das hier sind ein paar mehr. Aber da das nur schwarzer Schleim ist. Ja, yeah, den können wir benommen machen. Juhu. Oh, was sagt das hier? Im Graben ebbt eine zähflüssige, übelriechende Flüssigkeit. Ja, das ist klar. Oh, können wir uns hier durchquetschen? Nein. Wäre zu schön gewesen. Hier sind wir jetzt mal wieder vor. Das hier sieht gar nicht mehr aus wie die Katakomben. Das sieht hier fast schon wie eine natürliche Höhle aus. Aber auch nur fast, hä? Skelette. Haust hier unten ein Nekromant? Let's go. So, kämpft mal gegen das. Gegen die Skelettkrieger hier. Okay, die haben doch schon eher was drauf, wenn sie Edda so runterprügeln können. Oder sie hatten einfach nur große Äxte. Ach du mal.
Skelettzauberer, noch ein Skelettzauberer. Jetzt habe ich die ganze Truppe gerufen. Verpasst den da hinten beim Feuerball. So, und dann verpasst du dem Skelettmagier dann noch was Böseres. So, eine Heilung. So, sehr schön. Wow, Edder sieht nicht gut aus. Du heil Edder. Zum Glück geht Heilung verdammt schnell. So, es ist noch der Skelettzauberer übrig gewesen. Kanna, heil mal Alof. Okay, die haben keine Zauberbücher dabei. Gut. Was ist hier? Etwas Gold. So, schnell speichern mal. Und hier sind Leichen. Ich glaube, wir haben gerade das Versteck eines Nekromanten gefunden. Au. Wer ist gerade gestorben? Alof ist gerade gestorben. Okay, das ist nicht so toll. Und eine Quest ist geschneitert, zweischneidig, die habe ich noch gar nicht gesehen, die Quest. Vielleicht sind wir definitiv noch nicht gut genug für die Katakomben. Habe ich so mal die Befürchtung. Okay, wir schleichen jetzt mal lieber wieder. Sagen wir uns noch ein, was der dabei hatte. Also was hier oben auch ist, es ist gut verteidigt. Jetzt will ich mal kurz nach der Quest gucken. Ich habe so eine Quest gar nicht. Au. I shall be discreet. Ja. Wo bin ich? Ich gehe mal vor, ganz langsam, vorsichtig. Ich glaube, ich kann die Fallen nicht mal entdecken. Doch, kann ich. Kann ich sie entschärfen? Nein, kann ich nicht. Also, hier gehen wir definitiv nicht weiter lang. Denn dafür sind wir noch nicht gut genug. Dann gucke ich mal kurz den Gang entlang. Au. Oh, das hat nicht so stark wehgetan, hä? Ach so, das ist so eine Giftwolke, die man nicht unbedingt drinstehen sollte. Okay, ich meide erst einmal diesen Bereich hier. Das muss ich mir auf jeden Fall merken, dass in den Katakomben noch Fallen und Wege sind. Hello. Hello? Ich frage mich, wundert sich Kanna immer, dass wir alle weg sind? Oder warum schreit er immer Hello, wenn wir uns unsichtbar machen? Oder immer wieder gerne. Du siehst nach einer wichtigen Schriftrolle aus. Und da würde es nach unten gehen. Tempel von Voidiza. Ah ja.